Einschauer und es wird langsam die Pia werden. Sagt schon, mm-mm. Ja, wo geht's denn hin, Pia? Nach Bella Italia. Endlich mal wieder Roadtrip Italien. Schauen wir mal, wie weit das wir kommen. Die Dolomiten sind schon mal passé, weil ich denke, da ist einfach zu viel Schnee in der ganzen Geschichte. Ja. Und jetzt geht's mal auf den Reisehamster. Hier bei uns ist es eigentlich auch schön, wenn das Wetter schön wäre. Aber das Wetter ist halt kreislich, gell? Kann man gleich da bleiben. Der erste Stau ist schon da. Jetzt kommt man nicht einmal auf die Autobahn fahren. Mal schauen, wie wir es zur Grenze schaffen. So, jetzt in Österreich, Tirol unterwegs. Das Wetter ist furchtbar, es regnet. Jetzt kannst du eigentlich nur Sonne suchen, Sonne finden. Schauen wir. Ganz liebevoll, wie es kehrt, bringt die Pia Kaffee vorbei. Aber so. Finde ich voll schön hinzu. Das hat echt schön an. So, jetzt haben wir in Badolino gelandet. Pia hat den ganzen Klimbims mitgenommen, weil sie nämlich picknicken will. Ich will mich jetzt einfach noch eine Stunde am See setzen. Eine Stunde am See, bevor es wieder regnet, weil jetzt scheint die Sonne hier in Badolino. Also hier ist das sehr schön. Da können wir danach noch mal hergehen. Was trinken. Was trinken. Ich bin optimal gekleidet mit Jogginghose. Und Schirm bewaffnet und Zeug und Klump. Aber das Wetter ist wunderbar, es ist so warm. Fast schon zu warm. Einfach herrlich. Herrlich. Kann man da durchgehen? Gar nicht, oder? Weiß ich nicht. Also gut, dass keine Kohlensäure drin ist. Kannst du mal anziehen auf einer Seite? Da gibt es jetzt Picknick. Picknick und Rock am Hafen. Ist egal, weil da auch noch etwas. So, hier liegt die Fähre ab. Die Fähre an die andere Seite vom Seeufer. Ich sag, die Fähre liegt gerade ab. Die Fähre. So, hier werden jetzt noch köstliche Getränke genossen. Am See. Am See, das erinnert mich direkt an Rom. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nein, so geht's nicht. Da ist nichts, das sind nur Chips. Was? Ich muss das noch fotografieren. Nein, warte. Ja, hast du recht. Da hast du recht. Alle im Allgemeinen. Schon recht gut. Mein Päckchen. Da, der Gecko. Der Gecko. Immer so schöne Reis. So gar nicht teuer. Am nächsten Tag ging es dann weiter Richtung Venedig. Jetzt sind wir in Jesolo angekommen, kurz vor unserem Campingplatz an Venedig. Aber heute Nacht hat mich zerlegt mit ziemlich starken Kopfschmerzen. Jetzt habe ich mich einigermaßen verrappelt und jetzt musste die Pia sogar allein ins Supermarkt gehen.
Schade. Aber mal schauen. Da kommt's. Voller Getränke. Voller Getränke für den Liebsten, damit er keinen Kopf kriegt. Voller Getränke für den Liebsten, damit er keinen Kopf kriegt. Ich da jetzt fünf. Ehrlich. Es man muss furchtbar. Auch. Es ist furchtbar, so die Bier. Warum ist es furchtbar? Ja, weil das alles so betonbar und so lieblos. Alles kehrt gerade. Wir stellen jetzt unser Auto ab und schauen, dass wir in die schöne Stadt schwimmen. So, hier super Stellplatz. Pia hat schon alles hergerichtet. Wunderbar. Sonne pur. Und hier voll die Ruhe. So, dann gehst du wieder tief hier. Such an den Strand. Naturparadies hier. Schönen Naturparadies. Man möchte es hier gar nicht glauben, dass es sowas nur gibt. Vor mir bitte. Sind wir, gehen wir jetzt an den Strand und schauen nochmal. Genau, vor Venedig. Hey, Freiz, also wir suchen hier das Meer, jetzt haben wir es auch gefunden, aber immerhin. Da jagt der keine Katze her. Pass auf, wir fallen nicht einem Angler in seine Köderne. In seine Utensilien. Jetzt schauen wir mal, ob es da vielleicht. Ja, da vorne ist die Strand. Da vorne ist die Strand, der Beach. Gehen wir jetzt hin. Schauen wir uns das einmal an. Wie das Ganze ausschaut hier. Frisch, frisch zackig. Die blühen ja dann. Hier gibt es schöne Artischocken. Ja. Schau mal, mit ganz richtig wie ein Blumenstrauß draußen. Ja, die sind toll. Da vorne ist unser Campingplatz. Ja. Da gibt es noch Gemüse, Ochsen, Herzen. Auberginen, Sekko. Schön. Ist egal, was der kostet, oder die Packung für 402 Euro. Ja. Ja, also normal muss man hier in der Wasserkuh. Ja, da hinten stehen wir schon drin. Dass der durchkommt, aber scheinbar geht es noch nicht. Da drüben sieht man schon Venedig. Da fahren wir jetzt hin. Thank you.
Hier ist das schön. Auch die Abendsonne und so, gell, das habe ich die Tasche auf die Hand. Das ist schon schön, auch in der Abendsonne, das muss man schon sagen. Da ist schon mal die Treppen, wo geht's denn da hin? Die Pia packt jetzt noch gutes Gepäck. Pia. Gutes Gepäck. Sieht man jetzt, sie kauft. Warte, lecker rein. Ja, was bringst du wieder kurz daher? Kostet hier 1 Euro, ein kleiner Cappuccino. Ein kleiner Cappuccino, 1 Euro. Und das in Venedig. Sehr schön. Schau, die hat mir das so nett eingepackt. Die hat mir jetzt überall eine Schleife dran rum gemacht. Oh mein Gott. Nett, gell? Das so ist nett. Für uns und das ist zwei. Jetzt hat der Janne oder die Pia geshoppt. Die Pia hat eine schöne Hose. Der Janne, der hat aus einem Bauch. Irgendwas Back, damit er seinen Klimbims unterbringt. Boah. Und das haben wir jetzt im Guest-Shop hier in Venedig gekauft. Und wenn es so weitergeht, sind wir bald pleite. Ja, ich bin so.
Anfang der Corona-Pandemie war Venedig noch nicht so stark wie üblich besucht, was man hier auch an der Rialto-Brücke erkennen kann. Hier ist es schön und es sind gar nicht so viele Leute. Da hinten gar keiner mehr. Ja. Nicht einmal in der Rialto-Brücke sind viele. Wie saniert ist das auch schön. Hier ist satt. Leider, ich brauche Spaghetti. Hier ist es sehr nett. Es füllt sich langsam, gell? Wir waren fast die Ersten. Und jetzt sind unsere Gläser und Delali und die Beich voll. Die Pia sagt, die war schön. Ja. Da haben wir jetzt gut gespeist. Gell? Ja. Jetzt gehen wir langsam wieder heim. Was meinst du? Noch unser Haus, unser Apartment. Also hier ist es wie ausgestorben. Man glaubt nicht, dass man in Venedig ist. Gut. Ja? Ja. Nichts los hier. Absolut tote Hose. Die Sophia hat hier ihr Apartment. Ja. Schaut mal, das Lüfter. Schön, gell? Ja. Weiter. Da geht's nicht weiter. Dann geht's weiter. Nee, könnte auch sein. Gerade im Abendlicht sah der Canale Grande sehr schön aus. Wie wenig Leute da steht sind. Alles leer jetzt. Alles leer. Hier ist alles leer. Ja? Alles ganz leer. Alles. Mega leer. Ganz leer, mega leer. Schön. Jetzt geht's zur Fähre. Und dann geht's zu unserem schönen Stillplatz.
angekommen in Punta Sabione, ging es wieder zurück zu unserem Campingplatz.